Anfang Februar 66 wollte ich dann eben auch das versuchen. Naja, rückblickend war ich da ziemlich naiv. Die widerlangen Haare, die Schlaghosen und jedenfalls haben die sicher die Züge kontrolliert, weil es viele versuchten, über die tschechisch-österreichische Grenze damals oder Ungarn da in den Westen zu kommen, nicht? Weil die waren natürlich nicht so intensiv bewacht wie die Deutsch-Deutsche, das sah man ja über die Grenze nach Berlin. Naja, und da haben die mich also da aus dem Zug geholt. Nicht? Also erst im Endesabteil, wo wollen sie denn hin? Das sind ihr Koffer, machen sie mal auf. Dann war ich so intelligent, hatte Schulzeugnisse bei, eine Geburtsurkunde. Also für die war das klar. Das ist ein dicker, weiß ich, westlich dekadent aussehender Jugendlicher, der hier abhauen will. Nicht? Also sie mich damals nach Kolmorgstadt, nicht? Die Stadt mit den drei O, nicht? Kolmorgstadt. Da war ich eine Woche etwa, und dann war ich fast eine Woche unterwegs in so einem Gefangenentransportwaggon nach Potsdam, wo ich dann angeklagt wurde. Und übrigens nicht in den Gefängnissen der Staatssicherheit. Also Republikflucht war damals wohl noch so ein Alltagsdelikt, was die, ich war damals jung, nicht 18 Jahre, noch nicht groß aufgefallen, was die Polizei machte. Nicht? Ich habe also auch die Gefängnisse, Untersuchungsgefängnisse des MDI kennenlernen dürfen. Und ich weiß nicht, ob ich die Stasi so aus hätte damals so austricksen können. Nicht? Ich habe dann im Gefängnis sitzend meine Kurzschlusshandlung, die DDR verlassen zu wollen, sehr bereut. Nicht? Dann, also das lernt man ja beim Aufsatzschreiben. Und liebe Eltern, hier sitze ich, bereue meine Kurzschlusshandlung. Ich liebte damals eine Pastorentochter, die Sache war längst beendet, die hat einen anderen und da deswegen und so. Und dann dachte ich, das reicht noch nicht, dann musste man ein bisschen dazu schreiben und schrieb dann, wie oft denke ich hier an den Helden der Sowjetunion, Pavel Kotschagin, das musste damals ein Revolutionsheld, ihr habt ein Buch, wie der Stahl erhärtet wurde. Und dann so ein Ausspruch Pavel Kotschagins, das Leben ist jedem Menschen nur einmal gegeben. Er sollte jede Minute seines Lebens so sinnvoll leben, dass ihn später sinnlos verliebte Stunden nicht bedrücken. Also Pavel Kotschagin stirbt, er erliegt einer feindlichen Übermacht. Ist auch verfilmt worden, schwarz-weiß und sterbend mit geballter Faust, wie sich das für Kommunisten hört, bringt danach zahlreiche Feinde der Revolution um. Und diesen gebe ich seit Jugendlichen oft nicht. Also das Leben ist jedem Menschen nur einmal gegeben. Man sollte jede Minute seines Lebens so sinnvoll leben, dass ihn später sinnlos verliebte Stunden nicht bedrücken. Das ist ein schöner Satz, nicht? Was schreibt ihr denn da? Ne? Natürlich muss da mal ein Bekenntnis sein. Sonst kriegt man keine gute Zensur. Naja, und haben dann meine Eltern diesen Satz reingeschrieben und der Staatsanwalt war bestimmt der Meinung, dass der Junge noch eine Bewährungsstrafe verdient hat, wie es dann auch kam. Nicht? Bloß ich habe nicht bedacht, dass meine Eltern den ja nicht kannten. Die hatten damals ganz andere Ideale. Die kamen nach meiner Mutter, kam zu Besuch. Geht's ja wirklich gut, mein lieber Junge? Ja, was? Aber ich möchte heute sagen, also das war damals wirklich auch das letzte Mal, dass ich in meinem Leben geheuchelt habe. Ja? Wie der Flaschengeist in Skims Märchen fühlte ich mich, ja, wissen Sie, wenn Sie. Und ich bin danach nur 3 Monaten rausgekommen, Mai 66. Und wenn Sie so wollen, habe ich mich dann 3 Monate später bewährt.